all die furchtbaren Dinge in deinem Leben. Dein Vater. Die Kriege. Zu wissen, dass die Frau, die du geliebt hast, gejagt und getötet wurde. Ich kann dich all das vergessen lassen. Ich stelle ein Team von Spezialisten zusammen. Mit speziellen Privilegien. Mach mit und du wirst deine Rache bekommen. Ich will neue. Und was soll auf ihnen stehen? Wolverine. Werde zu dem Tier. Umarme die andere Seite. Ich glaube, er hat sie gehört. Keine Sorge, wir halten ihn auf. Wir haben ein Vermögen für seine Unzerstörbarkeit ausgegeben. Ich weiß, wer du bist, Gambit. Keine Gnade. Keine Regel. Kein Gesetz. Weißt du schon, wie du mich töten willst? Ich schneide dir den Kopf ab. Mal sehen, ob das funktioniert. Demnächst. Nur im Kino. Nun die Chance, an etwas wirklich Großem teilzuhaben. Was weißt du über mich? Alles. Eine neue Spezies wurde geboren. Hilf mir, sie zu leiten. Sie zu formen. Sie zu führen. Dann mal los. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr ich mir wünsche, normal zu sein. Du willst, dass die Gesellschaft dich akzeptiert. Aber du akzeptierst dich nicht einmal selbst. Sollen wir uns immer verstecken? Morgen wird die Menschheit erfahren, dass es Mutanten gibt. Sie werden uns fürchten. Und diese Furcht wird den Hass umschlagen. Nicht, wenn wir einen Krieg verhindern. Nicht, wenn wir unser Leben aufs Spiel setzen. Es liegt an uns, die besseren Menschen zu sein. Das sind wir bereits. Unsere Politik wird sein, jede Atomrakete, die von Kuba aus abgefeuert wird, als einen Angriff der Sowjetunion auf die Vereinigten Staaten zu betrachten. Das sind noch Kinder. Nein, das waren Kinder. Bist du bereit? Finden wir es raus. Freiheit muss immer teuer erkauft werden. Im Moment weiß niemand, welchen Pfad wir beschreiten werden. Aber der Pfad, den wir auf keinen Fall wählen werden, ist der des Nachgebens. Hör mir jetzt sehr genau zu, mein Freund. Töten wird dir keinen Frieden bringen.
Friede war nie eine Option. Ladies und Gentlemen, wir erleben nun den Beginn eines neuen Kapitels in der menschlichen Evolution. Die Wahrheit lautet, dass Mutanten sehr wohl existieren und sie sind unter uns. Wir müssen wissen, wer sie sind und vor allem, welche Fähigkeiten sie haben. Wir sind nicht, wofür ihr uns haltet. Nicht alle von uns. Wer seid ihr überhaupt? Was ist das für ein Ort? Ich bin Professor Charles Xavier. Ich habe diese Schule gegründet, an der Mutanten lernen können, ihre Kräfte zum Wohle anderer zu nutzen. Ich habe außerdem erkannt, dass die Menschheit nicht böse ist, nur uninformiert. Hier finden Sie Schutz vor Magneto, einem überaus mächtigen Mutanten. Er glaubt, dass es einen Krieg geben wird zwischen den Mutanten und dem Rest der Menschheit. Es wird Krieg geben. Stehst du auch auf der richtigen Seite? Ich habe noch nie etwas derartiges gesehen. Wir sind die Zukunft, Charles, nicht die. Die spielen keine Rolle mehr. Haltet euch lieber fest. Gib sie noch nicht auf. Die Menschheit entwickelt sich weiter. Jetzt nicht mehr. Wachst du nicht auch manchmal nachts auf mit dem Gefühl, dass sie eines Tages dieses dumme Gesetz verabschieden und dich holen werden? Dich und deine Kinder? Und euch alle wegbringen? Ja, in der Tat. Ich empfinde großes Mitgefühl mit der armen Seele, die in unsere Schule kommt, um Ärger zu machen. Was ist mit dir passiert? Wissen Sie das nicht mehr? Du hättest mich töten sollen, als du die Gelegenheit dazu hattest! Sie werden ihn umbringen, Bobby! Nein! Nein! Willkommen, Professor. Du hast ihm nichts von seiner Vergangenheit erzählt. Wer war er? Ich erinnere mich nicht. Manchmal hilft Wut, wenn man überleben will. Ein Krieg hat begonnen. Eric, was hast du getan? Schon aus Prinzip kann ich mit diesen Leuten nicht verhandeln. Nun, dann wissen Sie ja, was zu tun ist. Wir werden die Bevölkerung beschützen. Macht keine Fehler, meine Freunde. Die Menschen werden als Erste Blut vergießen. Wenn der Wind schweigt und die Nacht gekommen ist, bleibt nur noch eine Frage offen.
Auf wessen Seite werdet ihr stehen? Ein großer Pharmakonzern hat eine Formel entwickelt, durch die das X-Gen dauerhaft unterdrückt werden kann. Sie nennen es die Heilung. Es gibt nichts zu heilen. Wir sind völlig in Ordnung. Du weißt doch am besten, wie schnell sich das Wetter ändern kann. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Die Quelle des Heilmittels ist ein Mutant. Viel mächtiger als du. Logan! Jean? Irgendwas hat sie geweckt, aber man muss auf sie aufpassen. Wenn man ein wildes Tier einsperrt. Ich kann das nicht. Wird es gefährlich. Ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung, was jetzt auf uns zukommt. Ein Inferno, wie es die Welt noch nicht erlebt hat. Magneto hat eine Armee hinter sich. Wenn ihr in den Krieg zieht, kommt ihr vielleicht nicht mehr zurück. Sie kommt vielleicht nicht mehr zurück. Ist euch das klar? Wir sind keine Kinder mehr. Hey, ich bin nicht dein Vater. Wenn du vorhast zu gehen, überleg dir, ob du das wirklich willst. Es ist Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Wenn ihr auf unserer Seite seid, dann kämpft mit uns. Sie wollen uns heilen. Aber ich sage, wir sind die Heilung. Sieh mich an, Jean. Wir können dir helfen. Wir bringen das in Ordnung. Wir können es so machen, wie es war. Bleib bei mir! Schön, Yoshida. Pass gut darauf auf. Irgendwann hole ich's mir. Mein Auftraggeber wird sterben. Er möchte dir danken, dass du ihm das Leben gerettet hast vor so vielen Jahren. Es ist eine Ehre, Wolverine kennenzulernen. Der bin ich nicht mehr. Nach dem Krieg wurden die Yoshidas zum größten Familienunternehmen in ganz Japan. Er hat Fortschritte erzielt, durch die viele Millionen Menschen gerettet wurden. Ich möchte Ihnen ein Geschenk machen, Logan. Sie haben wirklich schon lange genug gelitten. Ihre Selbstheilungskraft kann auf andere übertragen werden. Gestatten Sie einem anderen, Ihre Bürde zu tragen. Logan-san, ich kann Sie sterblich machen. Glauben Sie mir, Kumpel. Sie wollen nicht, was ich habe. Ich bin nicht bereit zu sterben. Ja. Sie bluten. Weiter! Es halt nicht. Sie ist dafür verantwortlich. Seine Kräfte sind geschwunden. Hey, Kumpel! Was sind Sie? Eine Chemikerin, eine Kapitalistin, eine Viper. Du kannst also in die Zukunft sehen. Ich sah deinen Tod. Wir werden deine Kapitulation annehmen. Mehr Männer hast du nicht dabei? Dein Großvater nannte mich einen Ronin. Einen Samurai ohne Meister. Das Leben hätte für mich keinen Sinn. Hatte er recht? Ich habe in die Vergangenheit gesehen. Du wirst für mich das tun müssen, was ich einst für dich tat. Du wirst auch mich brauchen. Seite an Seite, um diesen Krieg zu beenden.
bevor er überhaupt beginnt. Also, ich erwache in meinem jüngeren Körper und dann was? Finde mich, überzeuge mich von all diesem hier. Dazu werden wir beide notwendig sein. Und wo finde ich dich? Auf einem anderen Pfad, einem dunkleren Pfad. Logan, ich war damals ein völlig anderer Mensch. Leite mich. Führe mich. Sei geduldig mit mir. Geduld ist nicht gerade meine Stärke. Ich will deine Zukunft nicht! Bitte. Ohne deine Hoffnung sind wir verloren. Jean, das war doch nur ein Traum. Ich hatte viele Namen in ebenso vielen Leben. Ra, Krishna, Yahweh. Seit die Welt weiß, dass es Mutanten gibt, gab es geheime Gesellschaften, die in ihnen eine Art Wiederkunft des Herrn sehen oder ein Zeichen Gottes. Sie glauben, dass vor vielen 10.000 Jahren ein uraltes Wesen geboren wurde. Der allererste... Mutant. Ihr seid alle meine Kinder. Und ihr seid verloren, weil ihr blinden Anführern folgt. Aber jetzt bin ich hier. Für euch. Wo auch immer dieses Wesen war, es hatte stets 4 Anhänger, die es mit Macht ausstattete. So wie die 4 Reiter der Apokalypse. Das hat er aus der Bibel. Oder die Bibel hat es von ihm. Was ist? Oh Gott. Er kann uns alle kontrollieren. Charles! Die Welt braucht die X-Men. Deshalb bin ich hier, um zu kämpfen. Nicht alle von uns können ihre Kräfte kontrollieren. Dann tut es nicht. Es herrscht Krieg. Alles, was sie erbaut haben, wird zusammenbrechen. Und aus der Asche ihrer Welt werden wir eine bessere erbauen. Ich habe noch nie zuvor eine derartige Macht gespürt. Konzentriere dich auf meine Stimme. Ich gebe dich nicht auf, Jean. Sie war meine Freundin. Du bist meine Familie, Jean. Oh. Komme, was wolle. Hör auf, hör auf! Siehst du? Du bist besonders, Jean. Und wenn du aufhörst, gegen deine Kraft anzukämpfen, sondern sie annimmst, wirst du genauso mächtig sein wie ein Gott. Sie wird uns alle töten. Sag mir, wie wir das hinkriegen. Sag mir, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was wir tun sollen.
was sie nicht verstehen, fürchten sie. Und was sie fürchten, das wollen sie vernichten. Das ist deine Schuld, Charles. Ich habe versucht, sie zu beschützen. Ich habe Angst. Wenn ich die Kontrolle verliere, geschehen den Menschen, die ich liebe, schreckliche Dinge. Sie muss sterben. Sie ist immer noch Jean. Wir können ihr noch helfen. Manchmal möchte man glauben, dass Menschen nicht so sind, wie sie erscheinen. Und wenn man die Wahrheit erkennt, Jean! Ist es zu spät. X-Men Dark Phoenix. Sie kommt. Sommer 2019, nur im Kino. Ich liebe dich, Wade Wilson. Wir schaffen das. Du hast recht. Der Krebs sitzt nur in Leber, Lunge, Prostata und Gehirn. Alles Dinge, die ich nicht brauche. Was wäre, wenn wir ihnen Besserung verschaffen könnten? Sie sind ein Kämpfer. Wir können ihnen Fähigkeiten verleihen, von denen die meisten Menschen nur träumen können. Wir können aus ihnen einen Superhelden machen. Sie müssen das für mich tun, damit ich etwas für jemand anderen tun kann. Bitte, ich will nicht, dass der Superheldenanzug grün ist. Oder animiert. Eine Sache wird das hier nicht überleben. Sein Sinn für Humor. Werden wir noch sehen, Posh Spice. Ach, komm schon. Lässt du mich jetzt hier ganz allein mit dieser armseligen Catwoman? Hey, yeah, I wanna shoot, baby. Packed in your stack, especially in the back, brother. Wanna take your mother for a butt like that. Yo, shotgun. Bang, what's up with that bang? I wanna know, how does it hang? Ihr fragt euch vielleicht, was soll der rote Anzug? Na, damit die Bösen nicht sehen, wenn ich blute. Er hat das Prinzip verstanden. Er trägt eine braune Hose. Musik ab. Hier stinkt's nach alten Omaschlüpfern. Wieso die scheiß Laune heute Morgen? Oh, scheiße, du siehst ja krass aus. Wie eine topografische Karte von Utah. So ist es. Oh. Heute Abend mache ich es mir selbst. Du bist hinreißend. Als hätte eine Avocado Sex mit einer älteren Avocado gehabt. Dankeschön. Ich hab Kacke in meine Hose. Das könnte auch ich gewesen sein. Ach, dein Leben ist ein Traum, DP. Ja. Die leck mich am Arsch-Attitude. Kräftige Schenkel. Wunderschöne Freundin. Entschuldige die Verspätung. Ich habe noch das ganze Gluten auf der Welt eingesammelt und es ins All geschossen, wo es uns nie wieder schaden kann. Gib mir einen Kuss und red keinen Stoß, Red. Was zum Ficklappen ist das denn? Mein Name ist Cable. Ich will den Jungen. Was? Den Jungen? Auf den Weg oder stirb. Kinder geben uns die Möglichkeit, bessere Menschen zu sein. Er braucht dich. Du bist 1000-mal klüger, als ich aussehe. Ich lasse nicht zu, dass Cable den Jungen tötet. Aber ich schaffe das nicht allein. Sprichst du mal lauter? Mit dem Minischwanz im Mund bist du kaum zu verstehen.
Wir gründen eine verkackte Super-Duper-Gruppe. Sie muss tough, moralisch flexibel und jung genug sein, um 10 Jahre lang eine eigene Franchise zu tragen. Und wir nennen uns X-Force. Ist das nicht ein bisschen einfallslos? Da hast du absolut recht. Also, dann wollen wir mal den scheiß Absprung schaffen. Don't call it a comeback. I've been here for years. I'm rocking my fears. Putting suckers in fear. Making the tears rain down like a monsoon. Listen to the bass go. Sag mir, dass die das in Slow Motion drauf haben. Das Richtige zu tun, ist eine Sauerei. Aber im Kampf für das Richtige muss man manchmal schmutzig kämpfen. Und das ist der Grund, weswegen eine für vier absolute Pornografie ist. Ich wünschte, ich hätte das College abgeschlossen. Der zweite ist noch besser. Doppeldaumen hoch. Fuck, einen dritten machen die garantiert nicht. Ja, wieso sollten die auch? Zwei reichen. Sauberer Abschluss. Bitte antworte wahrheitsgemäß. Hast du jemals jemanden verletzt? Ja. Hast du jemals etwas erlebt, von dem du sagen würdest, das war nicht normal? Ja. Letzte Frage. Weißt du, was Mutanten sind? Wusstest du, dass Klapperschlangenbabys gefährlicher sind als Ausgewachsene? Sie wissen noch nicht genau, wie viel Gift sie absondern müssen. Ihr alle seid gefährlich. Deshalb seid ihr hier. Das ist ein Horrorhaus. Du hast viel durchgemacht. Schlaf dich aus. New Mutants. Logan, was hast du getan? Charles, die Welt ist nicht mehr, wie sie war. Mutanten gibt es nicht mehr. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Was ist sie? Sie ist wie du. Fast genau wie du. The feelings disappear. Sie braucht unsere Hilfe. You are. Es wird jemand kommen. Jemand ist gekommen. I am still right here. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. I will keep myself. I would find a way. Logan, du hast immer noch Zeit.